Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Nina und ich werde euch heute zeigen, wie ihr die Huawei FreeBuds 4 mit einem iPhone verbinden könnt. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Wir schauen uns das jetzt aber einmal gemeinsam an. Viel Spaß! Ja, wenn es jetzt daran geht, ein iPhone mit den FreeBuds 4 zu verbinden, dann funktioniert das Ganze natürlich auch. Sieht aber einfach etwas anders aus als beispielsweise mit einem Huawei-Smartphone. Wir können uns jetzt aber trotzdem mal anschauen, die App, die man ja auch für Android und eben natürlich deswegen auch für Huawei-Smartphones verwenden kann, ob wir die denn auch hier auf unserem iPhone benutzen können. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal. Das heißt, wir nehmen hier den Quick Start Guide zur Seite, den ihr in der Verpackung findet. Und scannen dann einmal hier den angegebenen QR-Code, öffnen den Link und sehen jetzt, wir werden hier zur Huawei AI Live App weitergeleitet. Dann laden wir die doch einfach mal runter und installieren die und können dann sagen öffnen, wählen einmal das Land aus und sagen, die App darf unseren Standort beim Verwenden der App erlauben. Okay. Hier sagen wir zustimmen. Und natürlich möchte die App auch Bluetooth verwenden. Da sagen wir auch okay. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob jetzt hier irgendwas passiert, wenn wir unser Case hier aufmachen. Da passiert erstmal nichts. Schauen wir jetzt nochmal, wenn wir hier auf das Plus gehen und scannen. Die FreeBuds 4 sind auf jeden Fall im Pairing-Modus, aber das funktioniert leider nicht. Keine Geräte gefunden. Also es gibt die App, es scheint aber irgendwie immer noch nicht zu funktionieren. Aber ihr könnt natürlich die FreeBuds 4 trotzdem ganz normal sozusagen auf dem Standardweg mit eurem iPhone verbinden. Wir schließen das Case nochmal. Denn als erstes müssen wir natürlich dafür sicherstellen, dass wir Bluetooth aktiviert haben. Das ist jetzt hier auch schon der Fall. Wir gehen dann einmal in die Einstellung unter Bluetooth, können hier auch nochmal Bluetooth einmal ausschalten. Wir schalten es wieder an, dann ist das noch ganz frisch und machen dann nochmal das Gleiche. Wir öffnen das Case von unseren FreeBuds 4. Und sehen jetzt, dass hier unter andere Geräte die Huawei FreeBuds 4 auch direkt gefunden werden. Und dann könnt ihr wirklich, wie man es auch von anderen Bluetooth-Kopfhörern kennt, einfach einmal draufklicken. Und dann sind sie auch sofort verbunden. Ihr seht also zwar nicht über die App und das macht vielleicht die Benutzung nicht ganz so komfortabel, aber über die normale Bluetooth-Verbindung funktioniert es mit dem iPhone auch problemlos, eben auch ohne die App. Und wenn wir jetzt das Case einmal schließen, dann sehen wir, dass die Verbindung dann natürlich abgebrochen wird. Sie sind dann nicht mehr verbunden. Öffnen wir jetzt aber das Case, verbinden sie sich sofort wieder, denn wir haben sie ja bereits einmal richtig gekoppelt. Das heißt, dann müsst ihr wirklich das Case nur öffnen und schließen und die Verbindung wird jeweils hergestellt oder unterbrochen. Ja, und so könnt ihr natürlich die FreeBuds 4 auch problemlos jederzeit mit dem iPhone verbinden und nutzen. Genau, und wenn ihr jetzt auch wie wir einfach Schritt für Schritt vorgeht beim Verbinden eurer Huawei FreeBuds 4 und dem iPhone, dann sollte das Ganze eigentlich kein Problem sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!